Eigentlich wollte ich ja nicht, gell? Aber jetzt habe ich die hier gesehen. Wie niedlich. Wie süß. Da habe ich mir gedacht, gut, das nehme ich mit. Mal gucken. Willkommen. Wollen wir uns mal das rausholen? Mit meinem neuen kleinen Taschenmesserchen, dem Mercenaries von Geber. Der Schatz, kleines Taschenmesser. Das ist ja kein Taschenmesser, aber ne? Ist klein. Ja. Jetzt ist der Schutz abgegangen. 42 konform. Dieter ist okay. Mal gucken. Von wegen 42 konform. Soll wohl ein Holzgriff sein. Jagdmesser, Taschenmesser. Titanbeschichtete rostfreie Edelstahlklinge, Klingenlänge ca. 9,2 cm. Dann sag nochmal in einem Deutschland, wir Deutschen wären präzise, oder? Ja. Griff aus hochwertigem Holz-Edelstahlmix, stabiler Gürtelclip. Gürtelclip, ja, super. Das ist ein Hosentaschenclip, ihr Ottos. Ja? Aber macht so jetzt eigentlich einen guten Eindruck? Wollte ich mal gleich ein bisschen was mit schnibbeln. Haben wir Tomaten da, Schatz? Ja. Magst du Tomate aufs Brot? Nein. Oh, schade. Ja, dann machen wir nachher weiter mit dem Video. Weil wir frühstücken jetzt erstmal. Übrigens. Gucken, hier, das ist Originalzustand, Klingenstand, mittig, Manometer. Ach, die Tasche habe ich gar nicht umgedreht. Ja, wie erwartet, einfach gestochen. Ja, kannst du mal durchschneiden. Beim ein Ei. Ein Ei schneiden. Ja, halber halber. Okay. Wie, haben wir sonst keine Eier mehr da? Nein. Dann nimm doch meine. Hab ich doch schon. Oh, pst. Oh, es schneidet ein Ei, Schatz. Guck mal. Tolles Messer. Oh. Wunderbar. Das ist ja mal Knocke. Schön, hier ist dein halbes Ei. Deine Hälfte ist aber dicker. Du hast dich gerade geschnitten. Bitte schön tauschen. Ja, gut. Ja, ich finde schon noch was zum Schneiden. So, jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Eine Gurke schneiden. Gurkenkondom. Thank you.
noch ein bisschen. Naja, der Pfeile drüber, dann will der auch. Aber Beschichtung macht es so nicht mit. Kurzes, schnelles Fazit über den ersten Eindruck. Zwar nicht ganz 42,8 konform, ja. Beschichtung hält mit Sicherheit nicht lang, aber das Batonieren auch einmal durch ein Astloch, okay. Und Ausbrüche habe ich hier keine. In der Küche hat es ganz gut funktioniert. Ja. Der Herstelltest ist der Hammer, oder? Denn normalerweise hätte das Eigelb dran kleben bleiben müssen. Beschichtung hält das Traktieren durch einen Zündstall nicht aus. Aber gut, macht das mal mit der Messerklinge. Ja? Da macht gar keine Klinge das mit. Ansonsten für 10 Euro geht okay. Und wir haben Nylon-Washer. Über den Stahl kann ich leider so nichts sagen. Klingenzentrierung super. Aber ein richtiges Review kommt noch, aber dann gibt es das Messer nicht mehr. Wenn ihr es noch kriegen könnt beim Norma, geht mal hin am Montag. Unsere hatte noch ein paar Messer da. Habt ihr gesehen. So, jetzt aber schnell wieder rein zu Frau Brehm. Ich muss mal mit der reden. Schönen Sonntag noch. Tschüss.